Hallo und herzlich willkommen zurück auf Iswas TV und zu einem neuen Star Wars Homeworld Let's Play. Tja. Egal wie oft ich ein Video mache, da komme ich immer durcheinander. Zum Homeworld Homeworld 2 Let's Play Star Wars Warlords Mod. Irgendwie so. Naja, auf jeden Fall herzlich willkommen. Heute spielen wir die CIS oder Separatisten. .500.000 haben wir hier. Ach du meine Güte, die sind ja richtig günstig. Diese Schiffe. Machen wir uns erstmal ein paar von denen. Und dann so eine. Und dann auf jeden Fall eine Munifizieren-Fregatte. Nicht nur eine. Aber ich glaube, bei so vielen Schiffen werden wir die auseinandernehmen, die republikanischen Truppen. Du meine Güte. Da nehmen wir jetzt mal keinen von. Okay, wir haben zwar noch richtig Geld, aber ihr seht selbst, unsere Flotte ist gigantisch. Die Republik wird gegen uns überhaupt keine Chance haben. Bereit. Oh. Naja, mal gucken. Auf dem Weg. Ich gehe trotzdem davon aus. Bestätigt. Feindkontakt, dann mal los. Die Munifizient-Fregatte. Feindkontakt, dann mal oder Munifient. Wir sind am Ende. Mal gucken. Ich weiß gerade nicht. Feindkontakt, Munifiscant oder Munifizient. Ach, egal. Wir sind am Ende. Wir. Und wo fliegst du hin? Fregatte wird angegriffen. Wir haben Feindkontakt. Irgendwie haben die gerade überhaupt keinen Plan. Dann machen wir das anders. Los, Angriff. Wir haben Feindkontakt. Schade, dass hier nicht die Malevolence bei ist. Das ist nämlich ein Riesenschiff von den Separatisten. Feindkontakt. Dann mal los. Schiff wird angegriffen. Bereithalten und das ist auch richtig stark. Die Schlacht kommt irgendwie gar nicht so richtig in Gange. Was war das jetzt? Die hat einen Schuss abgekriegt und dann war es das? Okay. Hoffentlich pulverisieren die meine Flotte nicht ganz so. Was zum... Die können ja gar nichts ab, die Schiffe. Unsere Flotte ist so gewaltig, ne? Und dann haben wir da Schiffe dabei, die total schlecht sind, oder was? Wir sind am Ende, oh, seht euch das an. Zack. Die können ja gar nichts. Dem Schiff geht's noch richtig gut. Fregatte wird angegriffen. Fregatte verloren.
Ach du meine Güte. Fregatte wird angegriffen. Bestätigt. Jetzt ist unsere Flotte richtig geschrumpft. Auf die paar Schiffe hier. Und ich glaube, den kriegen wir nicht mehr fertig. Greifen den noch alle an hier, oder? Ja, aber irgendwie passiert da nicht so viel. Roger. Fregatte wird angegriffen. Oh Mann. Unsere Flotte hat richtig verkackt. Ja, das dürfte noch ein bisschen dauern. Während die hier verzweifelt versuchen, ein großes Kampfschiff auseinanderzunehmen, kann ich ja ein bisschen über die Mod hier quatschen. Also ich selber finde die richtig cool. Das ist jetzt nicht die Mod für die Remastered-Version. Ist auch nicht das Hummel 2 Remastered, sondern das normale, das etwas ältere. Okay, ja, mal sehen. Ah, endlich gleich, ist platt. Auf jeden Fall finde ich die Mod richtig cool. Nur schade ist halt, dass man leider... Wow. Nicht selbst Schiffe steuern kann und dass man selber zwei Flotten setzen kann, also zum Beispiel die gegeneinander kämpfen, weil der Computer wählt halt immer anscheinend die besten Schiffe aus und die gepanzerten, und das bringt dann halt nicht so eine Mischung von Raumschiffen da drinnen auf rein. Das finde ich halt schade. Jetzt den kriegt ihr doch auch noch platt, oder? Okay, ich würde sagen, unsere Flotte hat gesiegt. Auf jeden Fall, das Battle hier würde sich noch ziemlich noch in die Länge ziehen. Deswegen bricht das Video jetzt erstmal ab. Das soll jetzt nicht 1000 Jahre lang gehen. Deswegen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht's gut, Leute, und bis demnächst auf Iswas TV.